War natürlich angespannt, denn wir wussten natürlich, was das für uns für ein Spiel werden kann. Es war ein Spiel unter sehr guten Vorzeichen. Wir konnten viel gewinnen. Und man hat sich einfach brutal auf das Spiel gefreut. Marcel treibt den Ball in der gegnerischen Hälfte, spielt dann einen super Ball zu mir in die Mitte. Der Verteidiger musste sich dann irgendwann entscheiden, ob er Genki übernimmt oder auf Flo geht. Aber Flo hat das dann super gelöst, einen kleinen Schlenker gemacht und mit dem schwachen Fuß reingehämmert. Als ich dann in die Halbzeitpause gegangen bin, habe ich mir gedacht, okay, jetzt noch 45 Minuten, dann hat man dieses riesengroße Ziel erreicht. Und da haben wir uns nicht gut angestellt, haben dann das Gegentor kassiert, danach eine ziemliche Druckphase, in der wir standhalten mussten. Haben das allerdings sehr gut geschafft, auch mit Rafa, der dann nochmal sensationell gehalten hat. Und da habe ich mir dann vorgenommen, okay, wenn ich nochmal in eine Schusssituation komme, ich schieße einfach mal. Ich habe den Ball im Mittelfeld, sehe dann, dass sich Rufen vom Verteidiger löst, kann ihn dann anspielen, dann hat er ein bisschen Platz. Und dann waren es ja die, ich glaube, 25 Meter, wo ich mir gedacht habe, okay, ich versuche zu schießen. Und dann hat man das gesehen, die Emotionen sind bei allen rausgebrochen und das war einfach unglaublich. Als der Schluss kam, war das unglaublich. Dann kamen die Spieler von draußen, der Trainer kam rein, das ganze Staff-Team kam. Ich habe nur André Hoffmann auf mich zulaufen sehen, in voller Montur. Ich habe selten bei einem Mann so viel Freude im Gesicht gesehen, der auf mich zugelaufen kam. Also es war einfach ein Gänsehautmoment. Dann standen wir mit der ganzen Mannschaft in einer Jubeltraube zusammen und diese Anspannung, alles ist auf einmal losgelassen worden und wir konnten das dann echt genießen. Es waren unglaubliche Emotionen und ein total schöner Moment. Wir sind dann eben rein nach dem ersten Feiern mit den Fans, haben dann unsere Aufstiegsshirts geholt und dann haben wir gesagt, komm, wir laufen jetzt von der Mittellinie alle nochmal einzeln hin. Und jeder Einzelne hatte dann diesen Moment vor den Fans, die uns für diese echt geile Saison dann nochmal zugejubelt haben. Und jeder wurde gefeiert, wir haben uns gegenseitig gefeiert, das war einfach ein geiler Moment und ich glaube, der bleibt auch bei jedem für immer in den Köpfen stecken. Ja, so ein entscheidendes Tor mit so einer Auswirkung habe ich auch noch nie erzielt. Das freut mich immer noch mega. Wahrscheinlich dauert das echt noch mal ein bisschen länger, bis man das alles so einordnen kann. Aber ich habe es einfach genossen, dass die Fans glücklich sind, dass wir das erreicht haben und das haben uns alle verdient, dass wir da so gefeiert wurden. Das hat einfach unglaublich Spaß gemacht mit den Fans, mit der Mannschaft, einfach mit jedem dort zu feiern und das war einfach ein total schöner Tag.